hier ist Ronja und willkommen zu einem neuen Wir-Reden-Video. Juhu! So eine Freude! Übrigens, falls ihr euch wundert, Ronja, warum siehst du so tot aus? Das liegt daran, dass ich nicht geschminkt bin. Okay? Das Make-up macht mich lebendig. So sehe ich leider aus wie eine Leiche mit Augenring. Aber hey, wir können damit leben. Worüber ich reden wollte... Was eine Einleitung. Worüber ich reden wollte, war, dass ich habe ja neulich ein Video gemacht, wo ich euch meinen Freund zeige. Und die meisten von euch haben das auch echt positiv angenommen, haben nette Kommentare geschrieben. Aber, wie das im Internet nun mal so ist, haben nicht nur alle nette Kommentare geschrieben. Nein, natürlich nicht. Es gibt auch den ein oder anderen, was heißt den ein oder anderen? Es gibt irgendwie, wie viel? 20, 30 Kommentare, die meinen, sagen zu müssen, dein Freund ist ja absolut hässlich. Wieso ist dein Freund so hässlich? Sorry, aber dein Freund ist hässlich und Ronja, er passt nicht zu dir. Du bist hübsch und er ist hässlich. Ich meine, ich kann euch das hier immer durchscrollen, aber das sind echt viele. Also, so hä? Ich meine, das ist eine Sache im Internet, die habe ich nie verstanden. Also, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sagt man im Normalfall ja einfach nichts. Und ich verstehe nicht, warum Leute das Bedürfnis haben, im Internet auf meinen Freund zu trash-talken. I don't know, ich verstehe es nicht. Das ist ja... Ich weiß, dass es ein Ding ist im Internet und ich weiß, dass kein Mensch auf der Straße zu ihm hingehen würde und sagen würde, wie hässlich er ist. Kotz-Emoji, 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 Kotz-Emoji. Oder, ich will ja nicht böse sein, aber dein Freund ist, hässlich. So, what? Da wird kein Mensch würde auf der Straße dahin gehen und das sagen. Kein Mensch, ich garantiere euch. Das würde niemand machen. Ich verstehe das nicht wirklich, weil... Es ist so... Man ist ja mit einer Person nicht zusammen, weil die Leute auch viel geschrieben haben, so, ja, such dir was Besseres. Du bist doch mit einer Person nicht zusammen, weil du sagst, wow, die sieht aus wie ein Topmodel. Du bist mit einer Person zusammen, weil du sie charakterlich magst und weil du das Gefühl hast, du kommst gut mit der klar und ihr seid auf einer Wellenlänge und das ist kein Problem von wegen, I don't know, du streitest dich oft oder mein Freund ist unglaublich intelligent, wirklich. Und ich habe das Gefühl, das ist viel mehr wert als, er sieht aus wie ein Model aus einem Unterwäschekatalog oder whatever. I don't know, das ist so ein Punkt, den habe ich nicht wirklich, I don't know, kommen sehen. Nein, aber das Ding ist, ich weiß, dass es das im Internet immer gibt und ich reg mich deswegen auch nicht auf und meinem Freund ist es auch wurscht egal. Aber der Punkt, warum ich das Video mache, ist, an Leute, die sowas schreiben, lasst es doch sein. ich verstehe, dass man im Internet Anonymität hat und dass man sich denkt, haha, ich kann tippen, was ich will, witzig, aber was hast du davon effektiv? Warum? Ich habe da letztens ein Video zu gesehen, wo es irgendwie darum geht, dass man Leuten folgt, die man eigentlich nicht gut findet oder die man nicht mag, nur um sich irgendwie selber besser zu fühlen oder negative Kommentare dazulassen oder frag mich was. Und ich weiß, dass man sich erstmal eventuell vielleicht besser fühlt, weil man sich selber mit der Person vergleicht und sagt, ah, was die da schon wieder hochgeladen hat. Peinlich. Aber im Vergleich ich, huh, wow. Nein, aber tatsächlich, irgendwie in dem Video waren die dann auch so, ja, das ist nicht gut für deine Psyche. Du staust dann zu viel negative Energie in dir an. Blablabla. Und warum habe ich blablabla gesagt? Nein, aber das ist wohl tatsächlich so. Und dann ärgert man sich unnötig. Und es sind eigentlich ja Dinge, die können dir wirklich egal sein. Das habe ich damals auch schon in dem Video gesagt, wo ich drüber geredet habe, dass Flo so ein bisschen
unter Angriff war. Falls ihr das nicht gesehen habt, das kann ich hier verlinken, falls ihr nicht wisst, worüber ich spreche. Ein Just Nero hatte mal ein Video über Flo gemacht und da hatte ich dann ein bisschen drauf reagiert und gesagt, yo, wenn es dir nicht gefällt, dann guck's halt nicht. Und dann waren da teilweise Kommentare dabei, sowas wie, ja, wenn dir Trumps Politik nicht gefällt, dann guck da nicht hin, das ist das Gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Das hat komplett, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das eine ist Politik, was alle Menschen betrifft, vor allem die, die in Amerika leben, weil er das aktiv bestimmt und das ist eine Sache, die man nicht einfach ignorieren kann. Und das andere sind Videos von irgendeinem YouTuber, der keinerlei Einfluss auf dich, deine Umwelt, deine Mitmenschen oder irgendwas in deinem Leben hat. Das ist was, das kannst du einfach ignorieren. Das ist dir komplett egal. Die Leute, die dann denken, oh, ich habe so einen guten Punkt, Mann. Ich habe so einen guten Punkt. Ich schreibe das jetzt als Kommentar. So, oh ja. So, hä? Das macht gar keinen Sinn. Ihr macht euch lächerlich mit sowas. Bitte tut das nicht. Bitte. Das wirkt unglaublich, unglaublich traurig. Es tut mir leid. Aber die meisten von euch machen das ja nicht. Wie gesagt, das sind ja vereinzelte Kommentare. Und ich weiß, dass die meisten von euch eigentlich super, super lieb sind und auch einfach nur nette Kommentare schreiben oder selbst sowas wie, keine Ahnung, konstruktive Kritik sind ja immer noch nette Kommentare, die dann sagen, hey, ich fand zum Beispiel beim Subnautica-Video wurde gesagt, ja, ich habe das Gefühl, du hast dir zu wenig Zeit gelassen, die Räume zu durchsuchen. Ich habe das im Schnitt auch gesehen, das war furchtbar. Ich bin an einem PDA nach dem nächsten vorbeigerannt und habe es nicht gesehen, weil ich irgendwie halbwegs, keine Ahnung, hektisch war oder was auch immer. Und das ist dann gute Kritik, damit kann ich was anfangen. Da kann ich dann sagen, oh wow, die Person hatte definitiv recht. Ich muss ein bisschen gründlicher durch die ganze Sache durchgehen. Dann wird die Schauerfahrung, heißt das so? Schauerfahrung besser für alle. Und das hilft einem ungemein als YouTuber, Streamer, frag mich was, Content-Mensch. Aber Kommentare. Ich weiß nicht. Die einfach irgendwie denken, oh mein Gott, ich bin so schlau. Ich hab den perfekten Vergleich, Mann. Und dann einfach irgendwas komplett Lächerliches schreiben. Oder die halt einfach, wie jetzt in diesem Beispiel von heute, schreiben. Der Typ ist pottenhässlich. Mann, der Typ hat Glück, dass er so eine geile Freundin hat. What? I don't know. Das ist... Wieso? Wieso? Ich verstehe es nicht. Naja. Rant over. Wie gesagt, mein eigentlicher Punkt ist, wenn ihr irgendwelche Videos schaut, oder wenn, ich weiß nicht, wenn ihr selber Videos macht und irgendjemand euch sowas schreibt, dann, ich finde, es ist einfach eine Sache, die ist unnötig und die sollte nicht existieren, weil sie halt im realen Leben auch nicht existiert und nur im Internet. Das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich damals von Twitch auf YouTube rüber gewechselt bin. Sorry fürs Licht treten, ich wackel mit meinen Beinen. Einfach weil da viele Kommentare kamen, die ich nervig fand. Also wirklich nervig im Sinne von anzüglich, frag mich was. Das war einfach, ich weiß, dass ich da einen guten Teil mit reingespielt habe, weil ich mich halt auch nicht gerade im Hoodie immer dahingesetzt habe. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich da genauso Schuld dran habe und dass ich das auch hätte minimieren können, wenn ich das anders gemacht hätte. Das ist keine Frage, ne? Aber I don't know, das hat mich einfach genervt. Da hatte ich keine Lust mehr drauf und dann war ich so, oh, vor allem in der Anfangsphase. Generell auch eigentlich immer noch. Die meisten von euch sind super, super nett und schreiben super liebe Kommentare und keine Ahnung. So, ja, vielleicht sind da mal ein paar Rechtschreibfehler drin, aber das ist mir tausendmal lieber, weil ich habe das Gefühl, jeder macht Rechtschreibfehler in YouTube-Kommentaren. Jeder. Du tippst das am Handy und dann kommt die Autokorrektur. Wenn ich WhatsApp-Nachrichten schreibe, das sieht furchtbar aus. Meine Autokorrektur macht alles kaputt. Und meine, ich treffe meine Tastenfähigkeit, hilft da nicht gerade. Nein, aber das, sowas ist doch voll wurscht und dann sowas ist einem doch tausendmal lieber und ich war voll positiv überrascht,
als ich YouTube angefangen habe, von den vom Inhalt der Kommentare, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was ich auf Twitch damals hatte. Das war sehr schön. Von daher fände ich das supertastisch, wenn wir das so beibehalten könnten. Und wenn die Leute, die vielleicht eine Sache nicht so gut finden, das entweder konstruktiv verpacken könnten oder einfach sagen, ja komm, betrifft mich nicht, muss ich jetzt nichts zu schreiben. Da ist mir meine Zeit zu wertvoll für. Und dann halt nichts schreiben. Naja, das war die Moral der Geschichte. So, ich hoffe. Ich sehe gerade wieder, dass ich aussehe wie eine Leiche. Ah, oh, goddammit. Ich hätte mich mal schminken sollen. Naja. Aber ja, so sehe ich aus. Herzlichen Glückwunsch. Irgendjemand hat sogar mal geschrieben, ich soll mich ohne Make-up zeigen. Gern geschehen an wer auch immer das geschrieben hat. Das war bestimmt die Allgemeinheit, die das wollte und nicht nur diese eine Person. Also habe ich der Öffentlichkeit einen großen Gefallen getan. Damit. Dass ihr meinen Stirnpickel seht. Seht ihr das? Da ist einer. Den kann man nicht sehen. Das ist ein Leberfleck. Das ist kein Pickel. Aber ich meine den. Mitten zwischen den Augenbrauen. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr nicht, das ist überbelichtet. Gott sei Dank. Falls ihr die Zuhörer fassen möchtet, dann drückt die Glocke und abonniert den Kanal. Dann kriegt ihr alles angezeigt, wenn ein neues Video live geht. Ich poste Videos jeden Tag. 13 Uhr. Ich versuch's 13 Uhr. Ich gebe mein Bestes, okay? Und genau, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was ihr zu dem ganzen Thema denkt und ob ihr vielleicht sowas schon mal gemacht habt und was eure Gründe dafür sind. Das würde mich mal interessieren. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.